Hallo, da sind wir wieder. Porto, ihr kennt das, weißt, ihr kennt das ja bei mir. Ich hab nicht, ah, deswegen, ich bin nicht so gut in der Verteidigung mit C. Und in der Taktik nicht. Ach, du nimmst Benfica jetzt, oder was? Ja, hab ich klar. Oder? Hast Ja, du gerade noch nicht satt. national? National, oder? Habe ich gesagt. Ach so, ja gut. Du hast ja noch 35 Sekunden. Ey, jetzt kommt's. Wen suchst du? Eigentlich Boca Juniors, aber ich will nicht Boca Juniors nehmen, sondern... Hast noch 20 Sekunden. Ah, ich weiß nicht, ich habe noch Zeit. 15, 14. Ey, hier. 10. Neymar. Perez, ey, Bruno Perez. Bruno Rodrigo, ey, wie viel Brunos noch, ey? Ey, Neymar muss doch super gut sein im Spiel eigentlich. Ja? Ja, der ist doch jetzt auch bei Barca. Ah, Für wusste wie ich viel, nicht. ich weiß es gar nicht mehr. Viel Kohle. Stadion ist wieder zu voll. Auch bei dir im Stadion. Echt? Und los geht's. Oder ne, weiß ich nicht, was da ist. Ey, das Andre 3000. Ich bin wieder, habe ich schon gerade, haben die ja gesehen, als wir die ausgewählt haben. What? Okay. Werdet keine andere Mannschaft sehen. Frag. Die Tür ist offen. Cardoso! Ihr weißt ja gleich wieder ein anderes Spielgefühl. Gleich schon wieder richtig Die dumm. Situation ist berechtigt. Adriano, ist das der Adriano? Nee, ne? Also der bei Ja, Inter mal das. gespielt hat? Vielleicht. Das wäre geil. Abseits, ja. Ja, da stand er hinter dem Ey, wenn Fragen es sich der jetzt, ist, warum, dann. weißt du, warum Benfica eigentlich die ganze Zeit? Benfica? Kann ich Ja? gar nicht selber erklären, weißt du? Kennst du das, wenn du das nicht so erklären kannst? Nee, kann ich nicht. Also du kannst ja, warum warst du Bremen-Fan? Warum bist du Bremen-Fan geworden? Was kann ich hier sagen, ey? Schlampiger Pass. Weil die in Ah, der Digga. Saison, wo ich Fan wurde, Zweiter wurden. Und ich wollte nicht für den Ersten sein. Ja, so eine ganz gute, passable Erklärung. Also bei mir ist, war das so. Der Ball kommt in den Bei mir 16er. ist es nicht so krass. Da hat nicht viel Ich gefehlt. habe mir Aber hier gedacht, der weißt du, Ball da ist Portugal knapp. ja so Eine die ganz krasseste gute Flanke, Mannschaft aber ist, die die hat es er auf dem nicht Planeten gibt, erreicht. Und so kannst du schafft dir auch mal Vitinha gerne als mehr Stürmer nicht Fußball mal. aus Portugal angucken, ja? Felipe Anderson. Und als ich mir dann mal so die Mannschaften angeguckt habe, fiel die Wahl schon mal nur auf drei, weil mehr war Da nicht ist die da. Chance. Sonst Oh, der spielen die anderen ja Torwart keine ist Rolle. raus. Er kommt in Bedrängnis zum Ich habe mal Abschluss. Das ist vorher ein so guter Ball und der Ball muss nachgeschaut. rein. Und dann habe ich mich am Ende, da Benfica auch noch rot hat, weißt du? Das ist die geilste Farbe. Echt? Ja klar. Gaetan. Habe ich mich für Benfica entschieden. Und weil Sporting hat richtig dumme Trikotfarben. Grün-weiß Grün, gestreift. ne? Ja. Also, hallo, wer macht das? In Porto wollte ich nicht. Also, Porto. Oscar Cardoso. So bin ich am Ende irgendwann mal vor ein paar Jetzt muss Jahren es mal auf schnell gehen. Benfica gekommen. Unfaire Attacke. Seitdem weiß ich schöne Jahre. Meisterschaften gewonnen. UEFA immer rausgeflogen. Champions League rausgeflogen. Ach, weißt du? Aber man hat seinen Spaß. Da ist die Das ist wahr. Flanke. Ich Weggefaustet. bin einfach Spieler wird nö. behandelt, ne? Hm? Spieler wird von dir behandelt draußen, ne? Nur so. André. Da habe ich jetzt nicht. Ey, ey, Kacke! Sieht gut aus. Was ist das denn da Jetzt für der ein. Schuss. Arthur. Ah, Torschuss. schade. Er rafft sich Was ist das zusammen. für ein Symbol da oben? Das erste Tor und Dass er damit wieder das reinkommen kann, glaube dicke ich. Schnitzer Ah. vom Torhüter und dafür bekommt er die Gleich mal Krone. genutzt, diese Abwehr da, Souverän dass da einer sogar mal fehlte. in einem Ach, bei Winkel. mir war einer Aber draußen. Ja, das kann sicher. einfach nicht passieren. Das ist die frühe Führung. Sie haben die frühe Führung erzielt und jetzt müssen Sie Oh. weitermachen. Immer weitermachen. Nice. Schade, ey. Gefährlich sah es aus und Sauberer mehr auch nicht. Abschlag. Kommen Sie jetzt durch? Oh, Neymar, du bist auch wirklich nicht Nein, er hat mit so seinen der. Haaren gespielt. Ja, wichtig. Matic. Kein Körpereinsatz. So wie Gomez das auch mal macht. Ja, aber Gomez Und ist hier wenigstens ist noch dann die groß Chance dabei, und die weißt Zeit und den Platz, was vorzubereiten. Da ist die Chance zu flanken. Oh, shit. Flanke kommt nicht durch. Oh, shit. Ah. Oh, da hat er den nur. Gut Sich den mal abgefangen. richtig dahin zu Ein legen, der guter Depp. Arbeitskollege. Ah, Gutes zu Defensivverhalten. schwach, ja. Matic. Gebe ich ja zu. Oho!
Hey! Das war's. Dann wollte er wieder, Alter. Reinhebeln. Fuck. Muss viel früher drücken. Neymar könnte man es versuchen, weißt du? Also viele haben vielleicht gedacht, ey, weiß ich, nehme Benfica, weil Luis Figo da spielt. Da weiß er nicht. Der hat da nie gespielt. Nee, hat er auch nicht. Bei Sporting war der. Später bei... Wo war Madrid. Der da? Ja. Und dann später bei Inter, ne? Und danach war er fertig, ey. Ja. War ein guter Spieler. Beste Mann, ey. Beste. Luis Figo. Noch Trikot von Luis Figo. 2004 EM. Luis Figo Trikot. Ich muss ja sagen, die was Abwehr ist auch ziemlich das ist eine gute Chance. Schlecht von und da Benfica. Ist ja. Also echt? Im Vergleich zu der anderen. Wenn du zu Portugal mal guckst, weißt du, bisschen strukturierter, weißt du? Faul. Gute Stelle im Spiel. Was? Jetzt könnte es mal schnell gehen. Ja, Benfica. Das Problem ist, weißt du, die haben. Schießt ihn aufs Tor! Und damit ist die Gefahr fürs erste Problem bei Portugal ist einfach, die haben zu wenig Herausforderungen im einen Land, alle. Ja. Gut gemacht, gut verteidigt. Das sind echt nur die drei Mannschaften, wo sie sich echt anstrengen müssen. Und der Rest ist egal. Deswegen kann die, wenn die mal in Europa spielen, bringt denen das fast gar nichts. Die haben einfach gar nicht wirklich jetzt. Guck mal Deutschland an, weißt du, die ganzen Mannschaften. Also Bayern jetzt mal so außen vor. Was ist denn? Oh, ist hier gerade los? Ey, einer nach der anderen fällt hier um. Ich fass es nicht. Oscar Cardoso. Ich komm da nicht durch, ey. Da stehen fünf Mann, ey. Was ist hier Oscar los? Heute ist echt komisch hier bei dem Match, oder? Ja. Irgendwie beide Mannschaften sind irgendwie nicht hier in Bestform. Was macht er? Ey, sowas hatten wir noch nie, dass in der ersten Halbzeit nicht mal im Tor gerade. Ja. Aber, ist ja, doch, du hast ja einen Schubs. Aber ja, aber eins. Eins! Das ist gar nicht dein. Mit Japan, ey, weißt du, das ist okay. Ja. Japan oder Elfen? Abseits! Elf. Neymar. Neymar, weißt du? Neymar. Ist das geil? Nein. Pass abseits. Das sollte verboten werden. Okay, das geht auch nicht. Nein! Das war's. Nein, ich bin doch nicht neuer. Wow! Übel! Lupft, dann ist er der allergrößte. Aber hier Andre. Aber wenn ihm sowas passiert wie hier gerade, dann sieht das schon fuck aus wie gewollt und nicht gekommen. Halbzeit. Die ersten 45 Minuten. Er geht echt schnell. Die erste Halbzeit geht irgendwie richtig schnell noch vorbei. Mann, ey! Ist das spannend, ey. Mit nur einem Tor geht's in die zweite Hälfte. Der zweite Abschnitt beginnt und sie müssen jetzt einem Rückstand hinterher. Okay, du willst ihn haben, dann hol ihn dir. Gegen Santos. Er winkt und winkt, ey, und dann. Er bekommt den Pass in guter Position. Da ist er dran. Da ist er dran. Das ist aber nicht der Asiano, den ich meine, ey. Die richtige Parole sein. In diesem Fall ist es die falsche Taktik. Und sonst wäre es seine letzte Warnung gewesen. Cheat. Das ist ja. Gelb, gelb. Der Schiedsrichter zeigt ihm gelb und damit ist er gut bedient, denn die Aktion. Yoji-Style, Alter. Sein Dreadlocks. Oh, was geht, ey? Ich wäre eigentlich. Ich würde auch mal gerne einen Torschuss machen. Das gibt's das nicht. Nicht mit Benfica. Durch die Abwehr. Andre! Was? Das war eine ruhige
Was? Er bekommt den Pass in guter Position. Ey, Leute, könnt ihr mir nicht antun. Jetzt kann es probieren. Er zieht in Richtung Tor. Jetzt fuck. Cardoso, weißt du, Cardoso. Du Gott. Oscar. Das war auf dem Stein auch herum, ey. Ja, alle, ey, alle brüllen, überall. Die gucken immer in mein Fenster sein, wenn ich aufnehme, weißt du. Die sich kein Fernsehen leisten können. Ja, ich sag denen immer, ihr könnt es ruhig machen, kein Problem. Ey, guck ruhig bei mir Fußball, weißt du. Gefangen. Hä? Gelbe Karte. Sagres, ey. Lima. Lima. Ich hab erst den Sponsor gelesen. Echt? Die Brauerei habe ich erst gelesen, weißt du? Das ist ja das Dumme bei der portugiesischen Liga, weißt du, dass sie selbst den Namen vermarkten. Was? Ja. Ja, haben wir doch auch. Nein, die Bundesliga meine ich. Also die Liga heißt bei denen Son Sagres oder so. So. Bei uns heißt die Bundesliga, weißt du? Ja, aber auch noch viele Ligen. Ja, finde ich aber dumm. Ja. Wenn die so einen scheiß Namen dann haben, weißt du? Adriano. Er steckt ihn durch. Nein. Steckt ihn durch. Offensichtlich. Was ist denn los jetzt hier? Irgendwie Santos bockt nicht so richtig, obwohl Neymar dabei ist. Da war er noch da. Wir müssen warten, bis der neue Transfer-Patch da ist. Wann kommt der denn, weißt du das? Weiß ich nicht. Ja, ich denke mal, wenn die Ligen wieder alle anfangen. Und bitte, probiert's. Der war nicht schlecht eigentlich. Nee, aber nicht genug Schwung hinter. So, jetzt nehmen wir, komm. Salvio, von dir sehe ich heute gar nichts. Das ist eine 6. Also, mach mal was. Salvio. Ach, Salvio, ey. Jetzt weiß ich, warum ich von dir nichts sehe. Weil wir da zeigt die ganze Zeit. Ich vertraue dir nicht, weißt du, ey. Jetzt Neymar. Komm, ey. Also es läuft, ich weiß, wie es wieder läuft. Dass am Ende kurz vor Schluss wieder Tor, ja, oder so. Schön von Neymar verlängert, weißt du? Ja. Schön, dass du vorhin noch eine Ansage machst. Dem muss ich nichts mehr sagen. In allergrößter Bedrängnis macht er trotzdem sein Tor. Santos, das ist die Figur. Ihr seid zu langsam. Komm, er verliert ihn. Schade. Ach, was soll ich machen? Zum Lachen in den Keller gehen. Also ich mache gute Tore manchmal, aber mehr auch nicht. Mehr Power, Cardoso. Was los? Mehr Power! Was? Ach, was ist denn hier los? Oh! Cabral! Gestern waren geile Paraden, ey. Hätte ihr eher mal sehen müssen. Also, wenn das Video online ist, irgendwann mal hättet ihr sehen müssen. Ja, Mann, ey. Weißt du? Das wäre geil, das war geil. Sind die hinterhergehechtet, die Torwerte, weißt du? Um den Ball noch wegzuprellen, ey. Das war richtig geil. Richtig, du hast auch richtig Einsatz gezeigt. Macht einfach nichts, Leute. Ich war zu irgendwas anderem beschäftigt. Egal. Von Logik. Der eine macht die Fehler, der andere nutzt sie gnadenlos aus und der macht dann das Tor. Und damit sind sie jetzt 2 vor. Gut, ey. Gut, ey. Ja, ich finde das gut. Finde ich gut. Perez. Der Ball ist über die Linie und das. Was soll man machen, ey? Ich finde es gut so. Felipe Anderson. Du Idiot. Pereira. Jetzt geht er durch. Was macht er? Jetzt macht er es bekommen.
So ein bisschen fehlt ihm das richtige Timing hier. Schade. Wenn sie mit hohen Bällen schade. Werden sie gefährlich. Naja, was es wichtig ist, wie immer, dass ich Einsatz zeige wieder. Dass ich da bin. Also ich versuche noch was. Ich weiß nicht, ich schlamp einfach in meiner Verteidigung. Also ich bin da nicht aggressiv genug. Ich lasse deinen Leuten zu viel Freiraum. Das ist wahr. Das ist das Problem. Ich darf den Leuten nicht so viel Freiraum geben. Das ist scheiße. Ja, da muss der Ball nach vorne bringen. Total gewollt. Ach. Es kann nur einen geben. Komm. Jetzt treibt er den Ball nach vorn. Der kommt direkt vors Tor. Was war? Ach klar, abseits. Da hinten steht ja noch einer. Ja, ist ja klar, abseits. Ist ja klar, ne? Abseits. Juan. Neymar! Oh, wie viel Platz hat! Was? So wird das nix. Wie er einfach den Ball abgibt. Ach, ey. Das macht mich traurig. Oscar Cardoso. Oh. Das sieht vielversprechend aus. Was macht er denn? Jetzt versucht der Raum zu gewinnen. Oh. Da müssen sie eigentlich mehr drauf machen. Ist egal, ey. Also an ihrer Stelle würde ah, schön, ey. Relativ schön. Schnell in den nächsten schönes Spiel halten. Wieder. Das tun sie einfach nicht. Ich frage mich, wie viele mich hassen werden für den geilen Spielstil, den ich. Da wird dich keiner hassen. Abseits. Ist doch klar. Ist doch klar, ne? Oh, was macht er denn? Adrian. Shit. Komm, 2 Minuten Nachspielzeit, das reicht für 2 Tore. Komm, Cardoso. Adriano, deine letzte Warnung. Möglichkeit von außen. Zu stark, Cardoso. Oh! Hey, das war ein Flankenwechsel. Und schon wieder ein Flankenwechsel. Und schon wieder ein Flankenwechsel. Ich komme ganz durcheinander. Abseits ist doch klar. Adriano. Schön. So, bis jetzt habe ich nichts gewonnen, aber ich hatte meinen Spaß. Ich auch. Und das ist ja das Wichtigste. Richtig. Schön. Dominanz, ich hasse diesen Modus.